Und da sind wir wieder. Und wir haben tatsächlich noch jemanden bekommen. Und damit geht es jetzt hier in den... Ist das... Die große Finale. Und ja, es gibt das Finale. Und ja, es gibt das einfach. Okay. Keine Spoilers. Finde ich okay. Ist das die schon wieder? Nee. Aber es ist der ältere Prinz. Also ja, das ist der letzte Große, den wir killen sollen. Boah, macht der einen Schaden. Und das ist erst der Anfang. Wow, hier der Axtreis geht aber auch ganz schön ab. Boah. Punish! Sag mal, fehlt dem da ein Bein oder so? Nee. Stagger. Okay, was schiebt er hier so durch die Gegend? Das ist seltsam. This might be laggy. Ja. Scheint aber eher so Einzelziel, ne? So, wenn man hinter dem steht oder so und der greift jemand anders an. Ja, oder halt neben einem hat kaum Angriffe, die halt wirklich so um sich rumschlagen. Oha, das war's noch nicht. Gut, weil ehrlich gesagt war das irgendwie ein bisschen zu einfach. Wenn man alleine gegen ihn kämpft, war es bestimmt nicht so einfach, aber zu dritt war es jetzt nicht so die riesen Herausforderung. Doch ziemlich viel Damage gemacht. Was? Holy shit. Holy shit. Diesen Boss mach ich nicht alleine. Oh, der hat aber nicht so viel HP. Ach, der andere liegt da und kann nichts machen. Autsch! Ah, und jetzt stehen... Ah! Alles klar. Okay, sehr interessant. Der Witchmann? Ja, ich glaube, er hat mich amüsiert. Jetzt muss man erst den älteren Prinz und jetzt ihn. Weg, 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 weg. Ich habe ihn gewarnt. Jetzt geht's wieder weiter. Okay. Wow, also das ist mal krass für einen Bosskampf. Ich finde es echt cool, wie sie sich bei jedem einzelnen Bosskampf was Neues, total Geiles einfallen lassen. Oh, cool. Oh, oh. Boah, gut, die haben ihn gerade down bekommen. So, jetzt weg hier. Na, wenn man sich halt traut, länger zu kämpfen, das macht Sinn. Nein, tust du nicht. Tust du nicht. Ich find's lustig, wie ich den immer noch angesiedelt hatte. Autsch. Oh gut, dass sie ihn gerade wieder gedownt haben. Ich habe keinen Estus mehr. Shit. Da will ich jetzt nicht rein. Sonst bin ich instant tot. Ich habe mich jetzt echt zurück. Ich will jetzt nicht noch sterben. Ich habe genug Probleme, wenn ich zurückkomme. Oh, wir haben es geschafft. Aber da ist doch noch eine Lebensleiste übrig. Okay. Einfach weg oder so. Aber Jungs, das war echt super. Das war echt super. Echt ziemlich geil. Und eine Sonnenlichtmedaille mehr. Also, das ist doch geil, also. Also, hier mit dem Lost Out am Anfang, die ganzen NPCs und die Ritter, lief mega gut. Und hier der Astarox hat auch geschafft, ist nicht gestorben, hat richtig Damage ausgeteilt. Richtig gut. Okay, aber jetzt wieder zurück hier. Boah, 134.000 Seelen, ey.
ohne Scheiß, solange ich hier noch relativ sicher stehe, weil der andere wohl tatsächlich die Aggro verloren hat, werde ich jetzt ganz fix einen Ring der Opferung ausrüsten. Ach, was habe ich hier eigentlich noch bekommen? Cool. Der geht ja mal übelst ab. Alle Resistenzen auf einmal. Aber das heißt ja eigentlich, dass zwei Ringe verpasst haben müssen, oder? Halt für Kälte- und Fluchresistenz. Was habe ich hier eigentlich noch? Intelligenz. Ha, für den Magietypen. Ach, egal. Den kriegen wir schon noch. Es ist ja jetzt nur noch der eine, oder? Deswegen will ich jetzt nicht zurückgehen, weil es jetzt echt nur noch der eine ist. Und ich weiß halt auch nicht, ob die respawnen. Wäre mega fies, wenn die respawnen, aber... Ach ja, stimmt, es ist ja noch der Samurai hier. So, erstmal Backstab. So, und den kannst du auch noch auf die Mütze haben. Boah. Boah. Ich weiß nicht so gut, ob das so ein guter Trade war für mich. Hehehe. Tut mir leid, aber mein Schwert ist ein bisschen zu lang. Ich hasse es eigentlich, genau deswegen hasse ich es, gegen Großwaffen zu kämpfen. Unikirin Ubadachi. Oh, cool. Große Szene des entmutigten Ritters. So, das ist jetzt eigentlich mit den anderen zwei, haben die nichts gedroppt? Oder sind die Drops jetzt weg? Ah gut, die werden ja wohl nicht weg sein, oder? Das wäre ja mega unfair. Entweder, ich habe es vielleicht schon aufgesammelt. Das kann sein. So, ich werde jetzt einfach versuchen, ob ich direkt straight zum Boss reisen kann. Ach, ist das der Drop? Von dem einen? Vom Magier? Der stand, glaube ich, hier oben. Offensichtlich. Und der andere hat entweder keinen Drop oder ich habe ihn schon mir geschnappt. So. Und damit hätten wir die jetzt hinter uns. Und da ist dann die große Treppe zum großen Finale, so wie es mir scheint. Aber erstmal wollen wir doch mal zurück und 146.000 Seelen in Sicherheit bringen. Und dieses Onikiri und Ugadachi schauen wir uns doch auch mal näher an. Das scheint zwei Katanas zu sein. Und ihr wisst ja, wie dermaßen ich Katanas liebe. Ja, es war das, was ich mir gedacht habe. Ich komme übrigens immer noch nicht drauf klar, dass ich von hier aus ein anderes Leuchtfeuer sehen kann. What the fuck? Aber cool, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe, die drei da allein zu besiegen. Ich meine, es war nicht ganz... Ach, was heißt fair? Was heißt ehrenhaft? Drei gegen einen? Das ist doch nicht ehrenhaft, oder? Das wäre natürlich umso krasser, wenn man sie dann besiegt hat, aber... Ich kann nicht sagen, das war irgendwie fies von mir. Das war hinterlistig, dass ich versucht habe, die möglichst einzeln zu bekämpfen. Und selbst am Ende habe ich ja eigentlich zwei von denen bekämpft. So, kann ich irgendwas verstärken? Kerzenhalter, was ist das eigentlich für ein Ding? Keine Ahnung, keine Wegweisung, was auch immer das ist. Kerze erleuchtet kurzzeitig die Umgebung, bietet zusätzliche Wegweisung. Okay. Und hat einen erhöhten kritischen Schaden. Und ein Glaubensscaling, wieso auch immer. Was ist der schwere Angriff? Pyromantie oder so irgendwas? Oder Zauber? Ja, Zauber wohl eher weniger, aber es hat ein Glaubensscaling. So. Dominique Resistenzas. Onikiri und Ubadachi. Kleine Täter Nichtscherbe. Statt bei 104 DC. Blutungsschaden, braucht 25 Gewandtheit, hat die Fähigkeit Oni-Töter. Eine Paarwaffe der Jäger, die als schwarze Hand des Königs bekannt sind. Sie wurde von Kamui benutzt, der auf den Prinzen Acht gab. Kamui brachte Onikiri mit in die Untotensiedlung, wo Ubadachi schmiedete und schließlich in die Reihen der königlichen Jäger aufgenommen wurde. Springt vor und schlägt mit einem Hieb beider Klingen gnadenlos auf anfällige Gegner ein. Ach, das ist der seltsame Sprunghieb, den wir gesehen haben. Tun das Ding nochmal aus. Okay. Ich weiß jetzt nicht, welches Onikiri und welches Ubadachi ist. Ich sag einfach, das ist Onikiri, weil es war das erste, also sollte es ja wohl die Hauptwaffe sein, ne? Und nicht die Seitenwaffe.
Okay. Ach, ich könnte eigentlich mal den Ring hier ausziehen und wieder den hier schnappen. Also der hat ein ganz normales Angriffsset. Das finde ich schon mal gut, dass es genauso ist wie das Uchigatana. So. So auch. Ja, okay, also 2-inch hat man rechts immer noch das gleiche Angriffsset. Aber jetzt wird's interessant. Was ist links? Cool. Richtig cool. Und jetzt Onitöter? So fucking cool. Huja! Ich frage mich, ob man da reinkommen und kann irgendwie. So, zack. Zack, vielleicht nach dem dritten? Nee, nicht wirklich. Also ja, man ist halt sehr lange in der Luft und muss dann wirklich abschätzen können, wie man den jetzt trifft. Aber mir gefällt's. Voll cool. Ich glaube, die werde ich upgraden und mal gucken, wo sie landen. Weil das ja auch noch normale Waffen sind, das ist cool. Kann ich die halt auch noch durchwirken. Mal gucken, was das so bringen würde am Anfang. Scharfer Edelstein, ja, ein bisschen mehr Geschickscaling, aber weniger Stärke. Büßt 6 Schaden ein, bekommt aber 10, also kann man machen. Vor allen Dingen, weil es mit dem Scaling dann noch stärker wird. Mit zunehmenden Rängen. So, gealtert. Ja, wird auch was bringen. Ich nur die Frage, ob das dann später immer noch so ist. Gut ist natürlich Schwachsinn. Simpel, ah. Nur wenn man Magieskill hat, logisch. Feurig. Chaotisch. Hat aber dann keine sehr hohen Scalings. Und da auch nicht eine D. Ich meine, bei dem anderen Schwert waren es C, oder? Vertue ich mich da jetzt. Und wird vielleicht auch noch mehr, wenn man es upgradet. Blitzend. Hat ein B auf Glaube, ey. Dunkel. Ist genauso. Blutig, wird ein bisschen schwächer. Aber natürlich höheren Blutungseffekt, logisch. Giftig ist vielleicht auch nicht schlecht. Einfach weil man Gift und Blutung hat, das ist ziemlich übel. Und hohl. Diesen seltsamen Glücksscaling, was ich nicht ganz verstehe. Hab ich mal nachgelesen. Bin ich mal zufällig drüber gestolpert, dass hohl Glücksscaling hat. Aber ich weiß nicht, ob ein Schaden oder. Droprad? Ich habe keine Ahnung. Frag mich bloß nicht, ich weiß es nicht. Also bei dem Schwert wird natürlich scharf wieder am meisten Sinn machen, wenn man nicht auf irgendwas anderes skillt. Das machen wir vielleicht, aber na, wir lassen es erstmal so, wie es ist. So. Titanitscherben haben wir ja genug und Seen haben wir gerade auch, also pumpen wir das Ding einfach mal komplett auf. Soweit wie es geht. Große Titanitscherben ist auch kein Problem. Haben sogar noch mehr von. Lustigerweise. So, Titanitbrocken. Jetzt wird's interessant. Was ist mit dem hier? Der ist jetzt erstmal wichtiger. So, 2 verbleiben ja noch. Dann können wir den auf plus 7 machen. So, jetzt hat er 176 plus 116. Im Vergleich, mein Uchi ist auf plus 9, also 2 Stufen weiter und ist bei 202 plus 154. Die nächste Stufe wird dann 187, 126. Das Uchigatana hat ein B-Scaling, aber es ist auch schon scharfes, muss man dazu sagen. Das ist ein Scaling ein bisschen höher. Aber obwohl es so ein viel schlechteres Stärke-Scaling hat, ist hier trotzdem das Scaling nicht so gut. Weil das B-Scaling halt einfach so einen riesen Unterschied macht. Naja, wenn ich dann noch 2 Level habe, Scaled mit 11, dann ist er bei 198 und 146. Ist er dann immer noch ein bisschen schwächer als das Uchigatana, aber auch nur ein bisschen. Und wenn man es scharf macht, dann gleicht sich das vielleicht sogar wieder aus. Wobei dann der physische Grundschaden auch wieder weniger wird. Ist aber auf jeden Fall interessant, das Teil. Ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber ich glaube, jetzt momentan bleibe ich noch beim Pharaon Großschwert, einfach weil es so derben Schaden macht. Es ist echt ziemlich stark. Schade, dass ich keine Titanitschollen habe.
Ich würde es ja nicht wundern, wenn wir wieder nur eine pro Durchlauf finden, ne? Aber ja, cooles Schwert. Cooles Schwert her, tut mir leid. So, jetzt will ich echt tatsächlich erstmal Pfeile nachkaufen. Mindestens 70. Bevor ich nachher wieder keine Seelen dafür übrig habe. So. Ich könnte eigentlich auch mal ein paar Sachen verkaufen, aber... Vielleicht später. So, jetzt können wir erstmal richtig leveln. Jetzt geht's richtig ab. Oh, wo fangen wir denn an? Wo fangen wir denn an? Ich weiß nicht, ob ich wirklich tatsächlich auf Glaube gehen soll. Oder ob ich doch erstmal was anderes mache. Wir haben ja jetzt ein bisschen Glaube gemacht. Vielleicht vertage ich es nochmal auf später. Auf viel später. Ich meine, das New Game Plus werden wir wahrscheinlich nochmal komplett durchspielen. So, deswegen machen wir erstmal Vitalität, Kondition. Und Belastbarkeit ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig. Brauche ich momentan nicht, weil ich kann meine Waffen alle tragen. Ich kann meine Rüstung komplett tragen. Es gibt keine andere Rüstung, die ich jetzt lieber tragen würde. Es gibt natürlich bessere. Aber da extra rein skillen, ne. So. Und dann machen wir vielleicht Einzauberei. Machen wir einfach einen Rundumschlag hier. Level 77. So, 606 Seen verbleiben. Dafür holen wir jetzt noch ein paar Pfeile. Da. Ist hier mehr geworden, weil es ist auf einmal anders. Ne? Es ist irgendwie anders. Gerade eben waren die Federpfeile noch hier, so. Rüstung? Nein, das kennen wir alles schon. Das sind ja jetzt die Rüstung von den drei Typen, die ich gerade gekillt habe. Kann ich bisher aber nicht ausmachen. Ne, sieht doch nicht so aus. Keine Ahnung. Na, egal. So, was ich übrigens auch mal machen könnte, ist meinen untoten Knochensplitter verbrennen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht, oder? No. Jetzt haben wir es. Leuchtstufe, Leuchtfeuerstufe 9. Nice. Zurück ins Großarchiv. Das wird nämlich auch mal wichtig, weil ich konnte mich mit meinem... Also, ich musste schon zwei Schlücke nehmen, wenn ich wirklich viel Schaden hatte, um mich voll zu heilen. Und selbst mit einem Schluck, wenn ich wirklich down war, dann war ich nicht mehr annähernd voll. Und ja, das sollte jetzt ein bisschen besser sein. Vielleicht kann ich mich jetzt auch... Also, jetzt sollte ich mich in den meisten Situationen... wieder komplett voll halten können. Hoffe ich mal, wenn nicht, ist das schlecht. So, jetzt beginnt die große Schlacht. So, vergewissern, ist der wirklich da? Ja, der Lift ist da, okay, wir können hochfahren. Aber jetzt weiß ich nicht, was in der anderen Richtung noch war, weil da war ja noch ein Nebel. Vielleicht war es aber auch eine Gebietsbegrenzung. Das ist natürlich möglich. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier durchkommen. Das wird nicht einfach. Ach, guck mal, ist ja noch was. Hier auch was? Nö? Okay. Dann gehen wir doch erstmal die Treppe hoch hier. Und gucken wir mal, was da noch so ist. Eine Kuppel. Cool. Hier geht's wieder auf die Dächer. Bis nach da oben. Guck mal, da stehen irgendwelche Gargoyles drauf oder so. Machen wir davon noch mal ein Foto hier. Da oben stehen sie. Da oben. Ja, vielleicht hier so? Jawohl, das ist gut. Bis auf die Spitze. Gipfelstürmer, würde ich mal sagen. Gerade hier die Kuppel auschecken. Aha! Hat schon gelohnt. Eine Seele. So, sonst nichts mehr? Okay. Lass mich nochmal darüber. Hier sind Leute gestorben, das ist schlecht. Schlechtes Zeichen. Die Gargoyles bewegen sich noch nicht. Tun sie vielleicht aber noch. Ich auf jeden Fall irgendwie im Auge behalten. Gehen wir erstmal hier rüber. Ist hier irgendwas? Eine Treppe. Cool. Die hatte ich am Anfang auch.
okay, scheint der komplett einmal rumzugehen. Nur ob hier auch was liegt, das ist die Frage. Der Rest interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Okay, hier ist nichts mehr. Kann man hier hoch? Nö, okay. Ob da vorne was ist? Okay, jetzt sind wir natürlich ein bisschen näher. Ah. Okay. Gehen wir erstmal hier hin. Wow, was eine Aussicht hier. Cool. Boah, die Drachen. Die schießen jetzt hoffentlich nicht auf mich. Das wäre mega gemein von denen. Eine Estus-Scherbe. Oh, gut, dass wir hier gekommen sind. Dann sind wir bei 13. Frage ich mich, ob da noch mehr kommen. Achso, Treppe. Ja, klar. Und hier geht so eine Wendetreppe nach oben, so wie es mir scheint. Erstmal gucken, ist das auch oben eine Treppe? Ja. Okay. Oh, das sind so Flügelritter. Autsch. Da geht's runter. Da will ich nicht runterfallen. Ja, ich glaube, ich hänge jetzt ein bisschen fest. Autsch! What the fuck, die kommen hier rein. Ciao! Au, du mir noch voll einen mitgegeben. Hier unten wird er mich ja wohl hoffentlich nicht treffen, oder? Wo bin ich hier? Ich vermisse irgendwie meinen Katzenring, ne? Okay. Was ist das hier? Das ist, keine Ahnung, aber hier sind Federn. Gibt es hier etwa zwei Raben? Was ist das? Göttliche Säulen des Lichts. Ist das dieser Zauber, den die benutzen? Mal gucken. Nee, ist kein Zauber. Ist ein Wunder. Yep, das ist es aber. Ja, macht doch Sinn, ne? Göttlich und so. Und Licht und so. Okay. Coole Sache. Okay, da hinten liegt noch was. Ich fühle mich überhaupt nicht sicher hier oben, ne? Ich frag mich, wieso. Soll lieber mal Schild heben? Ja. Gesegneter Edelstein. Da unten schießt irgendwer auf mich. Okay, ich muss wohl hier runter. Ah, das sind ja die Dinger. Hep. Autsch. Lass das. Und. Nein! 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 Boah! Heilige Scheiße, wo bin ich? Wo bin ich? Hier sind Truhen. Die keine Mimik sind. Holy shit, was ist gerade passiert? Göttlicher Segen. Fugeltitani, 3 Stück. Wow. Ach, guck mal, das ist dieser scheiß Ritter. Okay, ich bin auf der anderen Seite. Ja, okay. Holy. Meine Fresse, ey. Also, da ging's abwärts. Und hier oben ist nichts. Oh, Mann. Oh, Mann. Wisst ihr was, Leute? Ich bin so dermaßen froh, dass ich das in der Aufnahme hab. Boah, stellt euch vor, ich das jetzt. Ich hätte das nicht mit der ganzen Welt teilen können. Das war so Hammer. Das war so awesome. Wie habe ich das überlebt? Das hätte man niemals überleben dürfen. Jetzt bin ich wieder hier. Ist das krass. Ist das krass einfach nur. Ah, und einmal mehr. Wenn wir an der Stelle Pause machen. Ich werde wahrscheinlich einfach den Dings benutzen, den Keil, um wieder zurückzugehen. Und dann müssen wir nochmal gucken, was da oben in dieser Kuppel ist. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Episode wieder. Und die
vielleicht geht's dann auch diese gigantische Treppe nach oben zum großen Finale. Ciao, ciao und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.